So, hallo liebe Leute, heute stellen wir einen kleinen ITX Mini-PC zusammen. Diesen brauche ich hauptsächlich, weil wir eine Überwachungskamera haben, als Überwachungskamerasystem, genau. Dazu habe ich mich jetzt für folgende Sachen entschieden. Einmal das ASRock J4105 ITX. Das ist ein kleines Mainboard, da ist schon der Prozessor mit eingebaut, mit Kühlkopf und so, ist passiv gekühlt. Denke ich mal, reicht vollkommen aus für meine Zwecke. 4K, alles Mögliche mit dabei, reicht vollkommen. Als Gehäuse habe ich mir ein ITX-Gehäuse geholt, ist ja klar. Das M300 ist schon klein, mehr braucht man nicht. Wir haben nicht viel Platz da, wo das hinkommen soll. Und wir brauchen auch keinen riesen Rechner für was. Sieht dann erstmal so in der Verpackung aus, später mehr. Dazu habe ich mir eine kleine SSD geholt, die Intenso 2,5 SSD Top, 128 GB, mehr als genug, mehr brauche ich nicht, nur um die Geschwindigkeit zu haben im Rechner. Dazu habe ich mir von Crucial eine SSD geholt, 4 GB, 200, DDR4 200, 2400. Einmal reicht, ich brauche kein 8 GB für den Rechner dafür. Dann habe ich mir erstmal, kommen wir zu dem, das ist eine kleine M2 Wi-Fi-Card, weil das Ganze soll oder soll nicht mit Kabel angebunden sein, sondern per Wi-Fi funktionieren. Dazu muss man sich leider noch solche Antennen dazu bestellen, die dann nach draußen gehen und das Wi-Fi-Signal natürlich auffangen. Wichtig ist beim Gehäuse, normalerweise bräuchte man nochmal ein Netzteil. Und so weiter, das läuft mit 12 Volt und so weiter, aber in dem Netzteil, also im Gehäuse, ist das alles mit dabei und deswegen habe ich mir das geholt. Insgesamt hat dieser PC 205 € gekostet, reicht vollkommen aus für meine Zwecke. Man kann sogar kleine Spiele spielen, denke ich, und Office und Media und alles Mögliche damit machen. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. So, fangen wir mal mit den Gehäusen an. Das Ganze sieht dann so aus. Kleines, schönes, kompaktes Gehäuse, ITX-Format halt, ne? Dazu hier ist der Stromanschluss. Der kommt dann später mit an. Und ja, das war erstmal das Gehäuse. So, jetzt haben wir einmal das Mainboard. Natürlich ist wichtig, wie bei allen Komponenten, wenn man arbeitet, der elektrischen, dass man sich vorher erden sollte. Das kann man in der Steckdose machen, beziehungsweise an der Heizung. Das ist wichtig, bevor hier irgendein elektrischer Schlag. Das Mainboard bauen wir als erstes natürlich die Speicherkarte ein. So. Die befindet sich hier, die entpacken wir und bauen wir ein. Nur zur Information, das ist mein zweiter PC, den ich zusammenstelle in meinem Leben. Der erste war natürlich ein ganz normaler Gaming-PC und das ist jetzt so ein kleiner PC. Vorher habe ich auch noch nie so einen kleinen zusammengestellt. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Das kriegt jeder hin. Das ist nicht die Welt. Wer ein bisschen Ahnung hat, kriegt das. Geht das schon. So, man klemmt die Klammern auf, guckt diesen ein, bis es verriegelt. Macht den Karton weg. Ein bisschen Druck aufbauen. WLAN-Netzwerkkarte rein. So wird sie eingebaut, in den M2-Slot reingemacht. Dann nimmt man die kleine Schraube, die dazugehört, am besten magnetischen Schraubenzieher, damit die auch dran bleibt. So, die M2-Wi-Fi-Karte haben eingebaut. Im Prinzip müsste man auch jetzt gleich schon die Antennen drauf machen, da habe ich auch keinen Plan von. Habe ich auch zum ersten Mal gemacht, mal gucken, wie das funktioniert. Also meine Eingänge, die kommen dann, wenn man das hier sieht, hier an die M2-Karte hier vorne dran. Das Ganze. So. So, ich habe jetzt gerade, glaube ich, 10 Minuten verloren, um überhaupt diese Antennen an das Teil zu bringen. Ich gebe euch als Tipp mit. Baut die Karte aus oder beziehungsweise bevor ihr sie einbaut, baut die Antennen dran. Ist tausendmal einfacher, als sich da am Mainboard abzuquälen. Der Anschluss ist so klein, das ist nicht spaßig. So,
Jetzt haben wir das Wichtigste dran gebaut. Jetzt kommt das Ganze ins Gehäuse rein. Dazu nehmen wir natürlich das. Ich finde es ein schönes, wertiges Gehäuse. Alles dabei. Was braucht das Herz mehr? So sieht das Ganze von innen aus. Kabel, Kabel, Kabel. Jo. Jetzt machen wir erstmal die I/O-Blende rein. So, die haben wir jetzt eingebaut. Und jetzt kommt das gute Mainboard dran. So. Jetzt kommt das Knifflige an diesem Ganzen, das Teil hier einzubauen. Mal gucken, mit den ganzen Kabeln und so weiter. Der I/O-Blende. Aber denke ich mal, kriegen wir hin. Ich kann euch nur empfehlen, euch magnetischen Schraubenzieher zu holen für die ganzen Arbeiten. Bei den kleinen Kabeln und alles, das erleichtert das Leben ungemein. Als nächstes verkabeln wir das Ganze. Ich mache erstmal hier oben Platz für die Antennen. Ich glaube, ich mache hier eine und hier eine, dass nicht direkt nebeneinander sind. Knicke die Löcher hoch und danach kann man die Antennenkabel hier durchziehen. Ganz einfache Sache. Sind hier noch Muttern mit dazugekommen? Jetzt haben wir die Antennenkabel installiert. Jetzt geht's weiter. So, hier haben wir einmal USB 3 Front, also muss das hier beim Mainboard, steht ja auch ganz schön Front USB, wäre hier 3.0, wird angestöpselt. So, dann haben wir einmal, steht hier drauf, USB normal, jetzt sucht man Mainboard den USB Controller dafür, USB 01 wird hier hinkommen. Angeschlossen und das ist einmal HD-Audio, dann suchen wir den HD-Audio-Anschluss. Müsste der hier sein, ja. Macht Sinn, sieht nach dem Pin so aus, würde passen. Ist in der Nähe von dem Gang hier. Würde ich jetzt einfach mal stark behaupten, dass das richtig ist. Ich werde es auch nochmal nachprüfen, aber sollte passen. Ja, hat recht, ist korrekt. So, brauchen wir natürlich Strom. Würde mitgelieferte Stromkabelverbindung sieht dann so aus. Hier wird alles angeschlossen. Kommt einmal an den Stromplatz ganz normal. Der ist hier 20-teiliges und es gibt auch ein als 24-teiliges. Man muss die dann das Netzteil ganz nach hinten anbauen. Also man startet hier das Ganze. Hier. Ganz am Rand und lässt die letzten vier Pins einfach frei. Jetzt schließen wir den Stromanschluss an. Das ist das gute Stück. Das wird auf den Rahmen hier installiert. Kommt ins Gehäuse. Suche ich mir einen guten Platz noch. Ordnung schaffen. Jetzt kommt erstmal die dümmste Angelegenheit noch, diese komischen PowerSW, PowerLED, HD, diese Teile zu verkabeln. Jetzt habe ich jetzt alle erfolgreich angeschlossen. Jetzt heißt es ein bisschen sortieren von den Kabeln. So, ich habe mich jetzt entschieden, die Festplatte hier zu installieren, weil hier am meisten Platz ist. Ich spare mir jetzt das auf der anderen Seite, das festzumachen, das Ganze. Jetzt kommt das SATA-Kabel dran. So sieht das gute Stück jetzt aus. Eigentlich ganz gut gelungen. Ich hoffe, testen wir mal das Ganze, dass das auch startet jetzt. Und
Behandlung. Jetzt testen wir es erstmal. Die Stunde der Wahrheit. Hoffentlich fackelt mir die Wohnung nicht ab. Am Strom habe ich es jetzt schon angeschlossen. Ich starte einfach das Ganze nochmal. Aber sieht schon mal gut aus. Blaue LED leuchtet. Ich habe es noch nicht am Bildschirm oder so angeschlossen. Keine Lüftergeräusche, das wollte ich auch. Tarn scheint nichts explodiert zu sein. Haben wir wohl erfolgreich zusammengestellt. Jetzt testen wir das Ganze gleich am PC, aber so ist erstmal der Zusammenbau gewesen. Der Rechner funktioniert ohne Probleme. Windows wird gerade installiert. Hier ist das gute Teil. Alles angeschlossen, macht keine Geräusche, so wie ich das Ganze wollte. Windows wird installiert. Freut mich, dann gucken wir mal später, was das ganze Gerät kann.